Jetzt möchte ich noch die Schaltzustände des Sperrwandlers anschauen. Das heißt tatsächlich, werden wir das jetzt etwas schneller machen, weil das eigentlich das gleiche ist wie beim Hochtiefsitzstellen. Nur eine Sache ist mir wichtig, dass wir verstehen, wie dieser Energietransport von der Primärseite auf die Sekundärseite stattfindet. Das heißt, ich werde jetzt den Transformator hier als Konstruktion aus einem idealen Transformator mit einem Übersetzungsverhältnis N primär zu N sekundär und einer Hauptinduktivität zeichnen. Dann wollen wir uns angucken, was wir dort für Schaltzustände haben. Tatsächlich, der Sperrwandler hat wiederum bloß einen Schalter, eine Diode. Das heißt, wir werden die Möglichkeiten haben, Schalter ein, Diode aus, Schalter aus, Diode ein oder im diskontinuierlichen Betriebsmodus, dass Schalter und Diode gleichzeitig aus sind. Das heißt, tatsächlich haben wir genau dieselbe Funktionsweise wie zum Beispiel bei dem Hochtiefsitzsteller Inverswandler, weil er ja nur davon die galvanisch getrennte Variante ist, aber hier halt mit dem zusätzlichen Transformator drin. Schauen wir uns das an. Zunächst der erste Zustand, wenn der Schalter ein ist und die Diode aus. Wie können wir dann die Schaltung betrachten? Ich habe dann hier diese Hauptinduktivität. Ich male jetzt gestrichelt dann ein die Primärseite des Transformators. Warum? Weil tatsächlich kein Strom über diese Primärwicklung fließen wird. Das heißt, wenn der Schalter 1 ist, wird hier die Eingangsspannung UE an die primärseitige Hauptinduktivität angelegt. Das heißt, die Spannung UL in diesem Zustand ist gleich UE. Der Schalter ist 1. Wir haben also hier die Dauer D mal T ist gleich T1, wenn wir das so genauso mit PWM antreiben, wie wir es vorhaben. Der Transformator selber wird kein Strom fließen lassen. Das werden wir uns gleich angucken, warum. Tatsächlich, er wird arbeiten als Transformator. Das heißt, er wird die Spannung transformieren. Aber durch diese transformierte Spannung wird hier die Diode in Sperrrichtung gepolt sein. Deswegen male ich die als offenen Schalter. Wie können wir uns das vorstellen? Wenn wir jetzt hier den Schalter geschlossen haben, haben wir eine positive Spannung vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt angelegt. Dann haben wir gesagt, beim idealen Transformator werden an allen Wicklungen die Spannungen entsprechend induziert mit demselben Vorzeichen. Dafür haben wir diesen Wicklungssinn eingezeichnet. Das heißt, tatsächlich wird hier eine Spannung induziert werden vom Wicklungsende mit Punkt zum Wicklungsende ohne Punkt, die größer als 0 ist. Diese Spannung addiert sich dann aber zu der positiven Ausgangsspannung, die wir hier haben. Und damit kriegen wir über der Diode hier eine Sperrspannung UD in Rückwärtsrichtung, beziehungsweise nennen wir die UR, die größer als 0 ist, eine Sperrspannung an der Diode, weil die Spannung UR gleich US plus UA größer als 0 ist. Und dann muss diese Diode tatsächlich sperren. Und in diesem Zustand liefert dann der Ausgangskondensator an den Lastwiderstand die Energie, um das zu versorgen. Aber was passieren wird, ist, wenn hier eine positive Spannung an die Induktivität angelegt wird, UL ist größer als 0, dann folgt daraus wegen der Grundgleichung der Induktivität, UL ist gleich LD, IL nach DT, dass der Strom zunehmen wird. Deswegen wird hier Energie in der Hauptinduktivität gespeichert während der Einschaltphase des Schalters. Während dieser Phase versorgt aber der Kondensator am Ausgang die Last. Was ist dann der zweite Zustand? Ähnlich wie auch beim Hochtiefsitzsteller im kontinuierlichen Betriebsmodus wird dann der Schalter ausschalten. Die Diode wird einschalten. Auch das wollen wir uns überlegen, wie das funktioniert. Die Dauer dieses Intervalls wird jetzt sein maximal 1 minus D mal T. Das heißt, das gilt hier im CCM. Ansonsten ist es kleiner, wenn wir im DCM-Modus sind. Malen wir dann auf, wie das aussieht. Tatsächlich, der Schalter wird jetzt öffnen. Das heißt, über diesen Schalter kann kein Strom fließen. Die Eingangsspannungsquelle ist abgetrennt. Hier liegt zwar noch die Spannung UE an, aber es wird hier kein Strom in der Zuleitung fließen können. Wir wissen aber, eine Induktivität, hier die Hauptinduktivität, ist ein Energiespeicher. Das heißt, die Induktivität wird erzwingen, dass der Strom, der vorher beim Einschalten hier in diese Richtung geflossen ist, er wird positiv in diese Richtung geflossen sein. Warum? Weil er zugenommen hat in derselben Richtung, wie die Spannung angelegt hat. Dieser Strom wird weiter fließen. Jetzt kann er aber nicht mehr über den Schalter fließen, sondern er kann nur noch in die Primärwicklung dieses idealen Transformators reinfließen. Das heißt, tatsächlich wird der Strom hier reinfließen in das Wicklungsende ohne Punkt und muss dann aber auf der anderen Seite des Transformators mit der gleichen Polarität am Wicklungsende ohne Punkt herausfließen. Warum das? Wir hatten gesagt, wo wir den Trafo kurz wiederholt hatten, die Ströme, die in
Trafo rein bzw. rausfließen, werden so fließen, dass sich das Magnetfeld kompensiert. Wenn jetzt hier der Strom ins Wicklungsende ohne Punkt reinfließt, muss deswegen hier der Strom aus dem Wicklungsende ohne Punkt herausfließen. Nur dann ist gewährleistet, dass die Magnetfelder sich kompensieren. Was passiert also, wenn der Strom in dieser Richtung rausfließt, ist die Diode in Flussrichtung gepolt, wird einschalten, die Diode ist ein und es kann dann hier Energie in den Ausgangskondensator reingeliefert werden und in die Last. Das heißt, hier in der Sperrphase des Schalters wird die Energie zum Ausgang übertragen. Wie sieht das jetzt aus mit der Spannung an der Induktivität, wenn wir hier diese primärseitige Hauptinduktivität betrachten? Dadurch, dass hier die Diode eingeschaltet hat, liegt auf dieser Sekundärseite vom Wicklungsende ohne Punkt zum Wicklungsende mit Punkt die Spannung UA an. Das heißt, hier sozusagen Pluspol, hier der Minuspol. Dann wird auch eine Spannung induziert werden. Nehmen wir denselben Spannungsbezugsfall wie vorher an der Hauptinduktivität, bedeutet das, dass jetzt die negative Polarität hier oben sein muss und die positive Polarität unten am Pfeilende. Wir haben also eine negative Spannung und die Spannung UL wird dann hier sein minus N primär zu N sekundär mal UA. Schreiben wir es hier unten nochmal auf, weil es ein bisschen unübersichtlich geworden ist. UL wird also hier sein minus N primär zu N sekundär mal UA. Tatsächlich nichts anderes als das Übersetzungsverhältnis dieses idealen Transformators, was wir hier haben. Die Spannung verhalten sich wie die Windungszahlen, müssen also entsprechend gewichtet werden, wenn wir sie über den Transformator rüber raus transformieren. Wir sehen hier, wir haben hier eine negative Spannung. Daraus folgt, dass der Strom in der Induktivität, hier in der Hauptinduktivität abnehmen wird, weil wir sozusagen Energie aus dem Magnetfeld in den Transformator nehmen, um sie an den Ausgang, in die Parallelschaltung aus Ausgangskondensator und Widerstand am Ausgang zu liefern. Das sind die beiden Schaltzustände, die wir haben im kontinuierlichen Betriebsmodus, und dann haben wir noch einen dritten Schaltzustand. Im TCM-Modus haben wir den Zustand, dass sowohl der Schalter aus ist, als auch die Diode aus. Was heißt das? Die komplette Energie, die gespeichert war im Transformator, ist abgegeben worden an die Parallelschaltung aus Kondensator und Lastwiderstand. Das heißt, die Primärwicklung ist stromlos und wir haben dann auf der Primärseite überhaupt keinen Stromfluss mehr. Nicht mehr durch diese Hauptinduktivität, nicht durch den Transformator auf der Primärseite, damit auch nicht durch den Transformator auf der Sekundärseite. Und die Diode hat auch ausgeschaltet. Wir haben also dann ein denkbar einfaches Ersatzschaltbild. Das Einzige, was hier dann noch wirksam ist, ist diese Parallelschaltung aus Ausgangskondensator und Lastwiderstand. Die versucht ja eine konstante Spannung UA aufrechtzuerhalten. Das heißt, hier so ähnlich wie im ersten Schaltzustand, wenn der Schalter eines wird, hier der Ausgang durch den Kondensator allein versorgt. Auf der Primärseite wird keine Energie aufgenommen und über den Transformator auch nicht übertragen. Achtung, der Transformator wird natürlich an dieser Stelle dann auch keine Spannungen erzeugen, wenn kein Strom fließt. Das heißt, wir haben dann hier auf der Sekundärseite idealerweise eine Spannung von 0 Volt. Auf der Primärseite haben wir dann auch eine Spannung auf 0 Volt und über dem geöffneten Schalter fällt dann hier die Spannung plus UE ab, idealisiert. Tatsächlich wollen wir uns mal kurz angucken, was passiert hier im Schalterzustand, wenn der Schalter aus ist. Wie sieht die Spannung über dem Schalter aus? Tatsächlich wird hier die Schalterspannung sein, wenn wir die Masche hier auswerten, die Summe der Spannungsabfälle über der Induktivität plus der Eingangsspannung. Das heißt tatsächlich, mit dem Spannungsbezugsfall, den wir hier eingezeichnet haben, wäre US UE minus UL. UL ist aber eine negative Spannung, also ist die Spannung US hier UE plus N primär durch N sekundär mal UA. Das heißt tatsächlich, wird sich hier eine Spannung bilden im ausgeschalteten Zustand an dem Schalter, die größer ist als die Eingangsspannung. Der Sperrwandler benötigt einen Schalter, der eine deutlich höhere Sperrspannung hat als die Eingangsspannung. Diesen Term, diesen zweiten, bezeichnet man manchmal als die reflektierte Ausgangsspannung auf die Primärseite. Tatsächlich, wenn wir sehen, ergibt sich hier noch eine vielfach höhere Spannung, eigentlich zumindest im ersten Augenblick beim Umschalten. Ich möchte jetzt hier auch nochmal die Zeitverläufe für den Sperrwandler betrachten. Tatsächlich möchte ich jetzt gleichzeitig kontinuierlichen und diskontinuierlichen Modus betrachten. Wir werden anschauen hier in der obersten Zeile die Steuerspannung. Das bedeutet einfach das Ansteuersignal. Das könnte jetzt in beiden Fällen gleich sein. Immer wenn das hier auf High ist, soll der Schalter eingeschaltet sein. Wenn es auf Low ist, soll der Schalter ausgeschaltet sein. Das heißt, wir haben hier die Zeitdauer D mal T, die Einschaltzeit in beiden Fällen. Das bleibt gleich. Und jetzt wollen wir uns angucken mit der Schaltung bzw. den Schaltzuständen,
die wir hier zuletzt betrachtet hatten, welche möglichen Zeitverläufe wir dort haben. Was wir betrachten, ist der Strom durch die Induktivität, die Spannung an der Induktivität. Wir werden betrachten den Strom durch den Schalter. Wir werden betrachten den Strom durch die Diode. Und zuletzt werden wir auch noch betrachten die Spannung am Schalter. Gut, schauen wir uns das an. Im eingeschalteten Zustand wird im kontinuierlichen Betriebsmodus die Spannung UE an die Induktivität, an diese Hauptinduktivität gelegt. Das heißt tatsächlich, wenn wir hier Folgendes kriegen, in diesem Zustand haben wir die Spannung plus UE an der Induktivität angelegt. Das sehen wir hier oben, im ersten Schaltzustand ist der Schalter geschlossen, liegt die Spannung plus UE an der Induktivität hier dran. Im kontinuierlichen Betriebsmodus bedeutet das, der Strom in der Induktivität nimmt von einem Anfangswert auf einen Endwert linear zu. Die Steigung, die wir hier haben, ist UE durch L und entsprechend wird der Stromverlauf durch den Transistor identisch sein mit dem Stromverlauf durch die Induktivität. Das heißt, hier der Stromverlauf durch den Schalter, ich jetzt hier mit IT bezeichne, wird jetzt hier von Minimalwert auf den Maximalwert gehen und dann hier ideal wieder auf 0 zurückgehen. Im ausgeschalteten Zustand wird kein Strom fließen, wenn wir wieder den stationären Zustand betrachten. Ist also hier zunächst mal alles gleich. Was wird mit der Schalterspannung sein im eingeschalteten Zustand? Dort haben wir hier eine Spannung von 0. Was passiert dann? Schalten wir jetzt den Schalter aus, das heißt, gehen wir über in den Schaltzustand, wo der Schalter aus ist, wird die Diode einschalten. Vorher war sie ausgeschaltet. Wenn die Diode einschaltet, wird der Strom der Induktivität jetzt auf die Diode kommutieren. An der Induktivität wird eine negative Spannung abfallen, wie wir uns gerade abgeleitet haben. Das heißt, tatsächlich werden wir hier die Spannung kriegen minus N primär durch N sekundär mal UA. Im stationären Zustand werden wieder hier die Flächen gleich sein. Das bedeutet, dass hier die Induktivität, die Hauptinduktivität genauso wieder abmagnetisiert, wie sie vorher aufmagnetisiert hat. Das heißt, nach Ablauf der Periode zum Zeitpunkt T haben wir wieder denselben Wert wie zu Beginn zum Zeitpunkt 0. Sonst wären wir nicht im stationären Zustand. Und jetzt müssen wir uns angucken, was passiert jetzt mit dem Strom in der Diode. Und jetzt ist ein kleiner Unterschied zu dem, was wir beim Hochtiefsatzsteller haben. Tatsächlich haben wir jetzt hier das Übersetzungsverhältnis des Transformators mit drin. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, der Strom hier, der durch die Induktivität fließt, wird derselbe sein wie der Strom, der durch die Diode fließt, weil, wenn wir jetzt hier den zweiten Schaltzustand betrachten, dieser Strom ja mit dem Übersetzungsverhältnis des Transformators rüber transformiert wird. Ja, das heißt, wir werden tatsächlich hier üblicherweise, weil wir runter transformieren in der Spannung, eine Hochtransformation im Strom haben. Es wird also hier typischerweise Folgendes passieren, dieser Strom springt hoch, wird natürlich einen proportionalen Verlauf haben, aber einen höheren Momentanwert haben hier an der Stelle. Und zwar, wenn wir jetzt hier sagen, das ist der Stromwert ILmax, dann hätten wir hier auch den Stromwert ILmax. Wir werden dann hier aber einen Sprung kriegen im Strom auf den Wert ILmax mal N primär zu N sekundär. Hier jetzt gezeichnet für den Fall, dass N primär größer ist als N sekundär. Jetzt können wir gleich aufschreien, oh, was ist jetzt hier mit dem energiespeichernden Effekt der Induktivität, ist hier, springt hier die Energie? Nein, tatsächlich springt die Energie nicht, weil die Energie ist im Luftspalt, das heißt in dem Transformator als Gesamten gespeichert und es muss hier bloß gelten, dass sozusagen die Ampere-Windungen konstant bleiben. Das heißt, N primär mal I primär ist gleich N sekundär mal I sekundär im Schaltaugenblick. Und tatsächlich wird es ja so sein, wir haben zwar auf der Sekundärseite jetzt einen höheren Strom, aber wir haben eine kleinere Windungszahl. Und zwar genau um das Verhältnis, mit dem jetzt hier sozusagen der Strom größer wird, um dieses Verhältnis werden die Ampere-Windungen dann kleiner und damit ist sichergestellt, dass der Energieinhalt sozusagen gleich bleibt. Als letztes schauen wir uns mal an, was passiert am Schalter. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist und die Diode ein, dann hatten wir gesagt, wird jetzt hier eine Spannung am Schalter entstehen. Und zwar wird sich zur Eingangsspannung die rüber transformierte, diese reflektierte Spannung NP zu NS mal UA addieren. Das heißt, wir kriegen am Schalter eine Spannung, die größer ist als die Eingangsspannung, springt in diesem Augenblick einen hohen Wert und bleibt dann dort, bis wir wieder einschalten. Das wäre der Verlauf der Schalterspannung, springt hier also auf einen Wert UE plus N primär zu N sekundär mal UA. Tatsächlich ist das jetzt der ideale Verlauf. Real würde es ein bisschen anders aussehen. Real würde Folgendes passieren.
es springt hier hoch. Im ersten Moment wird es sehr, sehr große Spannung kriegen und dann kriegen wir hier so einen Einschwingvorgang, der dann abklingt. Das heißt, real würden wir hier im ersten Moment eine Überspannungsspitze kriegen. Klären wir gleich, warum das so ist. Das sind also zunächst die Zeitverläufe im kontinuierlichen Betriebsmodus. Wir könnten jetzt hier wieder das Spannungszeitflächengleichgewicht anwenden für die Induktivität. Wir könnten für den Ausgangskondensator mit Hilfe dieses Diodenstroms das Stromzeitflächengleichgewicht aufstellen und damit genauso Dimensionierungsgleichungen ableiten, wie wir das beim Hochtiefsetzsteller gemacht haben oder bei den anderen DC-DC-Wandlern. Jetzt wollen wir uns angucken im DCM-Modus. Was passiert dort? Zunächst beim Einschalten des Schalters bleibt alles mal gleich. Wir haben jetzt hier positive Spannung während der Einschaltphase angelegt an die Induktivität. Die wird gleich plus UE sein, diese primärseitige Induktivität. Es wird jetzt hier ein Strom auch wieder zunehmen, aber wenn wir im DCM-Modus sind, ausgehend von 0 auf einen Maximalwert. Und die Schalterspannung wird im ersten Augenblick auch 0 sein während dieser Einschaltphase. Entsprechend wird der Strom durch den Transistor bzw. Schalter hier wieder identisch sein, so dreieckförmig bei 0 beginnen, zunehmen, gleich IL sein, hier dieselbe Höhe IL Max haben. Da hat sich jetzt bisher nichts geändert, außer der Tatsache, dass der Stromverlauf jetzt bei 0 beginnt gegenüber diesem Zustand im kontinuierlichen Betriebsmodus. Was passiert aber jetzt beim Ausschalten? Beim Ausschalten ändert sich zunächst auch mal nichts. Ich male es jetzt bloß hier ein bisschen anders ein, dass wir hier sozusagen sehen, scheinbar eine größere Spannung. Ich werde hier den Fall haben, dass das Spannungszeitflächengleichgewicht früher erfüllt ist, bevor der Schalter wieder einschaltet. Das heißt, die negative Spannung an der Hauptinduktivität wird dafür sorgen, dass der Strom in dieser Hauptinduktivität auf 0 abgenommen ist, bevor der Schalter wieder eingeschaltet ist. Wie bei den DC-DC-Wandlern, die wir bisher kennengelernt haben, wird also hier in dieser Leitphase der Diode der Strom auf 0 abnehmen und dann auf 0 bleiben. Und wir kriegen jetzt hier diesen zusätzlichen dritten Schaltzustand. Das heißt, tatsächlich wird hier zwar weiterhin, nennen wir das T-Light, während dieser Leitdauer der Diode der Strom abnehmen, wird ein Strom auch durch die Diode durchfließen, aber er wird zu Null werden, bevor der Schalter wieder eingeschaltet ist. Und dann haben wir den letzten Zustand hier, wo dann gleichzeitig beide Bauelemente ausgeschaltet sind. In beiden Halbleiter-Bauelementen der Strom Null ist. An der Hauptinduktivität wird die Spannung dann 0 bleiben, der Strom wird sich nicht mehr ändern und wir kriegen jetzt die gleichen Eigenschaften wie bei den anderen DC-DC-Wandlern, die nicht isoliert waren, dass wir jetzt hier auch eine vollkommen geänderte Schaltungscharakteristik haben, dass jetzt hier die Spannungsübertragungsfunktion lastabhängig sein wird, im Gegensatz zum CCM-Modus und so weiter. Tatsächlich ist es so, häufig werden Sperrwandler im DCM-Modus betrieben, weil das kein so großer Nachteil ist bei den kleinen Leistungen, die übertragen wird. Man hat eher den Vorteil, dass zum Beispiel die Regelung einfacher wird, als wenn man im CCM-Modus arbeitet. Gucken wir uns noch als letztes die Schalterspannung an. Was passiert jetzt mit der? Tatsächlich im ausgeschalteten Zustand des Schalters, solange die Diode leitet, werden wir dieselbe Spannung kriegen wie jetzt hier vorher im CCM-Modus. UE plus N primär zu N sekundär mal UA. Dann aber wird diese Spannung runterfallen und zwar auf einen Wert von nur noch UE. Warum? Tatsächlich, über der Induktivität fällt keine Spannung mehr ab. Damit nimmt die Schalterspannung hier ab auf den Wert UE. Und wir kriegen dann hier so einen stufigen Verlauf für die Spannung am Sperrwandler im DCM-Modus. Tatsächlich ist das jetzt wieder der ideale Verlauf. Real wird das so aussehen. Wir kriegen hier wieder so eine Überspannungsspitze, kriegen dann hier ein normalerweise schnelles Oszillieren und dann hier ein langsameres Oszillieren um diesen Mittelwert herum. Das wäre sozusagen der reale Verlauf. Das sind also die Zeitverläufe bei dem Sperrwandler tatsächlich. Weitestgehend ähnlich zum Hochtiefsetzsteller. Das heißt, wenn man jetzt überlegen möchte, wie sehen jetzt die Gleichungen aus für CCM und DCM-Modus, kann man das relativ schnell zusammenfassen.